Und Ladies and Gentlemen, bitte einen großen Applaus für den herausragenden YouTuber OKTV. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch hier unten auf den Abo-Button klicken und diesen arbeitsunwilligen Spasten hiermit zu unterstützen, dass er irgendwann vielleicht nicht mehr arbeiten muss. Und jetzt wünsche ich einen großen Applaus für den Oberspasten Herrn von Wixkopf. Ja, auf jeden Fall mal einen Applaus raus und Leute. Hier bin natürlich ich mal heute wieder am Start, wie ihr es höchstwahrscheinlich erwarten habt können. Und der Grund, warum heute, also das Wochenende über, so kein YouTube-Video von mir hochkam, wie ihr unschwer können könntet, Content natürlich mal wieder Sprachfehler am Start, scheiß drauf. Hier wird mal heute nicht geschnitten, hab wieder mal keinen Bock, eigentlich so ein Video zu drehen. Deshalb kommt mal so eine dahergerotzte Lüge, um sich irgendwie hier rauszureden. Und da muss ich mal heute anfangen, so, also als ich heute duschen war, wie man unschwer erkennen kann, mal nicht an dem Schweiß an meiner Backe, wollte ich mal so gesagt haben, wie ich aus der Wanne dann so rausgestiegen bin, bin ich wieder mal ausgerutscht, natürlich richtig hart auf die Fresse gefallen, wie man hier unschwer erkennen kann an diesem Gesicht. Muss ich dazu sagen, ist mir aufgefallen, dass ich da halt so eine Handverletzung habe, die ich natürlich sofort hier zeigen werde, Leute. Kann man erkennen, ne? Auf jeden Fall überheftig, Leute. Also das ist mir als erstes eigentlich gar nicht so aufgefallen, ne? Und dann ist es mir eingefallen, die Fleischwunde, die ihr hier gerade gesehen habt, Leute. Ich kann sie euch nochmal zeigen. Der Arzt hat natürlich gesagt, ich soll mich eher so ausruhen, lieber mal kein Video raushauen und mich erstmal hinlegen. Das ist auch der Grund, warum mein Bett, wartet, warum mein Bett natürlich so wie immer eigentlich so richtig übertrieben scheiße aussieht. Aber Leute, um das geht's hier heute mal eigentlich nicht so. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum die Backen-Challenge nicht kam. Die Challenge wird natürlich diese Woche noch gedreht, wenn nicht wieder ein Unfall wie dieser hier zustande kommt. Und ja Leute, wir sind jetzt hier ungefähr bei die 2 Minuten irgendwas. Ich würde sagen, das wird auf jeden Fall genug Gelaber von mir. Ich werde jetzt danach mal natürlich sofort die USB-Kartei hier auf mein Computer hochladen, den Anfang, den ich da gehabt habe, irgendwie rausschneiden, um das ein bisschen professioneller darstellen zu lassen, meine lieben Leute. Und abonniert mich auf jeden Fall, weil wie ihr wahrscheinlich schon von meinem Moderator hier gehört habt, bin ich sehr arbeitswillig. Hat natürlich gelogen, ich gehe sehr gerne arbeiten, mache YouTube eigentlich nur so als Hobby und nicht deshalb, dass ich vielleicht irgendwann mal, wenn es dann halt besser läuft, nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Ist die Meinungen hier sind bei ziemlich umstritten, muss ich sagen. Auf jeden Fall kann ich euch noch eine andere Real-Life-Story erzählen, und zwar der liebe Herr Elite-Controller vom Team Microfox hat auf jeden Fall mir einen Controller.